Herzlich willkommen im Spezialdepot. Ich habe was Cooles dabei für euch. Ihr seht es schon, es handelt sich um Schlafsäcke. Ja, was ist jetzt cool an diesen Schlafsäcken? Nun, das Coole ist, das ist ein sehr bekannter Schlafsackhersteller, der auch schon seit sehr, sehr langer Zeit am Markt ist, der absolute Top-Produkte macht, aber halt mehr so die bunte Linie. Und ja, ich habe hier die Militärlinie. Das ist Lestra und die Militärlinie von Lestra. Die sind am Markt noch sehr, sehr selten vertreten. Warum ist das so? Ja, weil das eben die Militärlinie ist. Ja, ich bin sehr froh, dass ich beliefert werde mit der Original-Militärlinie von Lestra. Und ja, ich stelle sie euch mal vor, die coolen Teile. Bis gleich. Ja, hier haben wir jetzt die hübschen der Größe nach sortiert. Naja, vielleicht gehört der hier noch rum. Wie auch immer, wir haben hier, genau, das ist der Arctic Pack. Also das ist das dickste Ding, was wir im Sortiment haben. Der Arctic Pack von Lestra. Dann geht es weiter, wir haben hier den Power Pack. Als nächstes haben wir den Field Pack. Das ist der hier, der Field Pack. Der nächst kleinere ist der Prima Pack. Und hier der ganz kleine Vertreter, der fast Mini-Art, das ist der Smart Pack. Ja, und ich packe sie jetzt mal aus und zeige sie euch, wie sie ausschauen. Wir kommen zum ersten Schlafsack der Reihe. Das ist der Smart Pack. Ihr könnt die alle noch weiter komprimieren. Also ich habe jetzt alle nur so, ja, zum kleinen Teil komprimiert. Also da könnt ihr noch deutlich mehr zuziehen. Hier haben wir das gute Stück. Im Übrigen ist es so, ihr seht jetzt schon, der ist jetzt noch ziemlich knautschig. Und wenn ihr in einen Schlafsack reingeht, beziehungsweise wenn ihr wisst, okay, ich will nachher noch in meinem Schlafsack pennen, dann solltet ihr, ja, am besten während so ein, zwei Stunden vorher den Schlafsack ausrollen und das Loft, also dass die Kunstfaser ja, sich aufplustern kann. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis die ihre volle Stärke erreicht hat. Und deswegen, bevor ihr in die Falle geht, also es wäre schlecht, jetzt den Schlafsack so ausrollen aus dem Kompressionssack und dann gleich rein und sich dann wundern, was los ist, warum der nicht so warm ist, wie ihr es kennt. Das solltet ihr bei jedem Kunstfaser-Schlafsack auf jeden Fall so machen. Ja, wir haben jetzt hier seitlich haben wir den Reißverschluss. Dann hier auch mit einer Abdeckleiste jeweils nochmal überlappend gestaltet und ihr könnt den Reißverschluss auch von unten aufmachen. Also ihr seht, das ist alles super verarbeitet und was das Beste dran ist, das ist Rippstoppgewebe. Das heißt, das ist wirklich für einen Außeneinsatz gedacht. Das ist eine extra stabile Sache. Der Schlafsack hier ist jetzt ziemlich eine Leichtgewichtversion. Und man kann hier oben die Kapuze zuziehen, dass ihr da richtig schön ein Guckloch habt. Ja, der Reißverschluss ist jetzt ein bisschen kleiner dimensioniert, damit man an dieses extra kleine Packmaß rankommt. Das ist jetzt ein Reißverschluss in links. Das heißt, wenn ihr im Schlafsack auf dem Rücken liegt, dann ist der Reißverschluss links. Und bei den meisten Modellen der Militärlinie von Lestra gibt es die mit dem Reißverschluss links oder rechts. Ja, ja, ich habe sie jetzt mal schön aufgereiht, die guten. Wir haben jetzt hier zwei, würde ich sagen, Sommerschlafsäcke und einen, ja, eine Mischung aus Sommer- und Dreijahreszeiten-Schlafsack. Beziehungsweise der würde ja auch gut als Drei-Jahreszeiten-Schlafsack auf jeden Fall durchgehen. Was interessant ist bei den drei Modellen, die wir hier jetzt liegen haben, wir haben hier eine Innentasche.
wo auch richtig was reingeht. Das hier ist die Innentasche. Also das ist eine feine Sache. Wir haben bei dem hier jetzt einen Wärmekragen. Und das Coole ist dieses Ripstop-Material. Schaut euch mal dieses Ripstop an. Das sieht echt fein aus. Und ja, also das ist für den Außeneinsatz auch geeignet. Es ist winddicht, es ist wasserabweisend. Also bei schönem Wetter kann man da auch mal den Biwaksack daheim lassen. Ja, man sieht es vom Schnitt her. Also der Fieldpack ist ähnlich wie die anderen in der Reihe, ziemlich eng geschnitten. Aber jetzt ein Persönchen von meiner Größe kommt da noch sehr gut unter. Die Reißverschlüsse bei dem Modell kann man von unten öffnen oder von oben. Also das ist kein Problem. Wir haben ja auch wieder einen Stopp drin. Und ja, das ist eine sehr feine Sache. Sind auch sehr hochwertige Reißverschlüsse. Ja, also das ist eine absolut feine Sache. Genau das ist jetzt der Fieldpack gewesen. Dann haben wir den zweiten. Der ist eine Stufe drunter zu sehen von der Temperatur, vom Temperaturbereich, wo man einsetzen kann. Wir haben jetzt wieder hier oben die Brusttasche. Dann haben wir einen Wärmekragen dran. Und ja, auch wieder YKK-Reißverschlüsse. Und wir haben die Möglichkeit, von unten auch den Reißverschluss wieder zu öffnen. Also so gesehen von den Features sind die drei alle vergleichbar. Die haben alle die Brusttasche dran. Die haben alle die Möglichkeit, dass man hier oben die Kapuze zuzieht. Sie haben alle eine verdeckte Reißverschlussleiste und die beiden Modelle hier haben den Wärmekragen. Hier haben wir sie ausgebreitet. Wir haben im Vordergrund den Powerpack und im Hintergrund den Arctic Pack. Ja, bei denen ist es jetzt auch wieder so. Wir haben die vergleichbaren Features wie bei den anderen Schlafsäcken aus dieser Reihe. Wir haben wieder außen das super robuste Ripstop Nylon. Wir haben innen ein weicheres Ripstop Nylon verbaut. Also absolut klasse Sache. Wir haben jetzt hier bei dem Arctic Pack natürlich einen sehr dicken Wärmekragen, ist klar. Wir haben die große Kapuze, die man dann auch zu einem kleinen Guckloch zuziehen kann. Also das ist möglich. Wir haben sogar wieder die Brusttasche. Also eine ganz feine Sache. So, ja, auch hier wieder die abgedeckte Reißverschlussleiste. Der Reißverschluss lässt sich super gut auf- und zu machen. Absolut klasse Sache. Zack, zack. Ja, wir haben auch hier bei diesem Modell einen Wärmekragen, wie es bekannt ist aus der Schlafsackreihe. Wir haben den Reißverschluss bei allen Modellen ja seitlich und wir haben bei allen Modellen die Brusttasche mit dabei. Ja, hier sieht man jetzt, wie der Wärmekragen verschlossen wird. Wir haben hier noch ein extra Klett, mit der der Wärmekragen dann geschlossen wird. Und wir können den Wärmekragen natürlich hier über ein Bändchen zuziehen, dass der wirklich schön abschließt. Ja, was begeistert mich jetzt an den Schlafsäcken? Ganz einfach, dieses Material, dieses Ripstop-Gewebe, finde ich absolut klasse. Also zum einen ist es natürlich fürs Militär entwickelt und hat dementsprechende Features, die man jetzt bei zivilen Schlafsäcken vergeblich suchen wird.
ohne da jetzt ins extreme Detail zu gehen, dieses Rippstoffmaterial, das ist sehr geräuscharm, es ist sehr robust, es ist winddicht, es ist wasserabweisend. Also das ist eine absolut klasse Sache und auch das Material innen finde ich absolut super. Also das fühlt sich richtig kuschelig an und ja, auch hier haben wir wieder die Rippstopp-Geschichte dabei. Und das finde ich eigentlich das Herausragendste an diesen Schlafsäcken. Also einmal die Brusttasche ist natürlich klasse. Das Außenmaterial, das Innenmaterial ist klasse. Wir haben ein schönes Loft, also der bläht sich richtig schön auf. Wir haben sehr hochwertige Packsäcke, also die Riemen, da kann man wirklich dran ziehen, ohne dass einem da gleich die Schnallen um die Ohren fliegen. Also das ist wirklich, wo man hinschaut, ist das in Ordnung verarbeitet. Also muss man echt sagen, ist klasse. Ihr kennt mich ja jetzt auch schon eine Weile. Und ja, ihr wisst, dass ich auf diese Naturfarben abfahre. Also ich habe extrem viele Sachen im Sortiment, die halt bestimmte Farbtöne haben, wo man jetzt nicht sofort aus der Landschaft rausleuchtet, wenn man das dabei hat. Und das finde ich eine coole Sache, dass die halt wirklich in schönem Oliv gefertigt sind. Und denkt immer dran, also das ist eine Militärlinie. Also das ist jetzt nicht so schickimicki, sondern die sind wirklich gemacht voll auf Funktion und mit militärischem Aspekt. Ich finde es kuschelig und ich würde mich freuen, wenn euch das kleine Filmchen gefallen hat. Und wir sehen uns in alter Frische im Spezialdepot.